Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu The New Fortnite Free. Hier ist Steven mit Let's Play Modern Warfare 3, Part 11. Und oh, hier geht's schon wieder ordentlich zur Sache. Mensch, da kommt was auf mich zu. Ja, noch ein Stück. Ey, das schiebt mich ja weg. Hallo. Ja, okay, ich hab... Halt, mein Gott. Okay, was machen wir jetzt? Okay, jetzt machen wir hier Moorhuhn-Mission von oben. Sowas finde ich immer ganz lustig, wenn das so interaktiv wechselt, sozusagen. Der labert aber ganz schön viel. Also wirklich viel erzählen kann man hier gerade nicht. Mann, jetzt halt doch mal die Fresse. Oh. Es ist mir jetzt ehrlich gesagt auch scheißegal, was die da labern. Fakt ist, wir müssen hier unser Team von oben natürlich beschützen und ein paar Panzer und Flugzeuge und Leute platt machen, damit die, ja, überleben. Ganz simpel. Also kennt man, glaube ich, aus jedem Call of Duty Teil. Es ist ja auch immer wieder das Gleiche hier. Und da haben wir kleine Männchen. Oh, wie schön. Ein BTR. So, der Helikopter muss da mal weg. Na also... Der ist auch kaputt. Jetzt haben wir da nur noch ein kleines Fußvolk. Ja, ich weiß, ich mach das toll. Danke. Braucht ihr mir nicht sagen. Ja. Noch mehr Helikopter. Noch einer weniger. Noch einer weniger. Sehr schön. Und da hinten wieder ein paar dämliche Idioten, die sich da natürlich raustrauen. Oh, Raketenwerfer. Also gerade anspruchsvoll ist das Ganze jetzt nicht, muss man sagen. Okay, warum geht das nicht kaputt? Muss ich wahrscheinlich wechseln. Oh ja, das hat es gebracht. Na, gehen wir drauf oder gehen wir nicht drauf? Wir haben die Täuschkörper was gebracht. Na, wir leben noch, alles gut. Okay. Oh, ich will wieder nach unten. Ich will wieder in die Ego-Perspektive Leute töten. Das ist langweilig. Oh, das sieht vielversprechend aus. Jo, da, das ist ja gut. Da habe ich mir gleich selber mit abgeschossen. Und da rennt da schon einer. So, endlich mal wieder jetzt ein bisschen Action. Vielleicht kann ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr kommentieren. So. Naja, gut. Welches MG denn? Was wollen die wieder alle von mir? Die sind schon wieder viel zu doof. Hä? Okay. Dann liegt ja ein Sniper-Gewehr rum. Oh, ich darf endlich mal snipern. Da bin ich ja auch so gut drin. Und Headshot, naja, nicht ganz, aber beim zweiten Versuch, das ist MG. Der ist tot. Der ist auch tot. Der ist auch tot. Kurz nachladen. So, wir sollen uns jetzt durch den Hof kämpfen. So. Ja, ist denn da noch einer? Da ist noch einer. Oh, ansonsten sieht sehr ruhig aus. Gehen wir mal. Gehe ich da runter? Ne, da ist mal einer. Mal fix nachladen hier.
Da versteckt er sich hinterm Baum, der Dreckskerl. Ich hab ihn doch gesehen. Da mit seinem Kopf. Oh, doch scheiße. Nun zeig dich doch. Zeig dich, Alter. Verplemmt das meine Zeit. Na, renn jetzt runter hier. Ist ja schlimm. So, schießen wir erstmal die Bekloppten da von der Mauer ab. Was kann man denn hier oben? Gibt's da was? Ah, ein Koffer. 14 von 46. Ich glaube niemals, dass ich die irgendwie voll kriegen werde. Auf jeden Fall nicht in einem Durchlauf. Da muss ich mir schon ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber es interessiert mich auch nicht. So, dann machen wir die mal weiter fertig hier. Die dummen Ausländer. Ah ja, er ist direkt hinter mir. Dann können wir wohl durchrushen, würde ich mal sagen. Da ist einer. Ach du Scheiße. Oh, hallo, hallo, hallo. Ruhig bleiben. Ah, Granate. Nein, ich bin verletzt. Was, wo? Ich bin tot. Ja, hat gut geklappt. Ich möchte doch lieber wieder in die Moorhuhn-Position. So, jetzt nochmal. Wer hat mich denn abgeschossen? Weil irgendwo von hinten habe ich dann noch was erlebt. Erstmal Granate, Idioten. Boah, da kommen die rausgelaufen, ey. Das spawnen die. Ja, das muss man ja erstmal wissen. Kein Wunder, dass sie mir von hinten abgeknallt haben. Schnell vom Auto weg. Da versteckt sich noch wer. Alter, hallo, ruhig bleiben. Erstmal kurz erholen hier. Da rollt das Rad. So, wo ist denn da noch ein? Da oben ballert einer. Habe ich ihn? Da ist noch einer auf dem Balkon. Der lebt ja immer noch. Hallo, geh mal drauf jetzt. Granate rüber da. Wahrscheinlich auch nicht getroffen beim besten Willen. Oh, wir müssen hier wen beschützen. Also sollen wir dieses komische Rauchdingens werfen, damit die wissen, wo die hinballern sollen. Das ist ja natürlich schon eine gute Sache. Denn da hinten kommt auch ein Panzer. Was für ein Zufall. Ja, danke. Granate, Granate. Weg, 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 weg. Schnell, schnell in Deckung. Das ging ja gerade nochmal gut. Also ich würde jetzt mal per se behaupten, der Panzer ist kaputt. Und da sehen wir wieder in einer netten Moorhuhn-Ansicht. Moorhuhn-Jagd. Und er fängt wieder an zu labern ohne Ende. Ja, danke für den Tipp. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Doch, jetzt können wir auch mal wieder was erzählen, oder auch nicht? Nein, wir machen so schnell wie wir können. Ja, ja, schon klar. Okay, was machen die denn da? Okay, die flüchten jetzt und wir müssen die da hinten noch abballern. Das ist ja lustig. Ja, ich schalte die Typen ab, ganz ruhig bleiben hier. Oh, Alter, wie die schon wieder abdrehen, als wäre hier Tod und Verderben. Es ist doch nur ein Spiel, Leute. Und da kommt schon die... Oh, wie viel kommen denn da? Scheiße. Komm... Ja, ich merke schon, da kommen ein paar viele. Na komm, der muss aufhören. Na also. Nach rechts. Ja, dann fahr doch nach rechts und laber mich nicht voll hier. Na schön, Helikopter kommen auch noch. Alter, der Helikopter will nicht drauf gehen. Gibt's doch gar nicht. Doch jetzt. Ja, oh, dass die immer gleich so abdrehen, wirklich. Das ist ja fürchterlich. Ja, ich versuch es doch. Aber ich bin ein schlechter Schütze. Ja, einer. Nee, sind beide kaputt. Alles klar, cool. Oh, da sind ja noch welche. Ein paar Panzer. Mensch, wie schön. Ach, und wie toll, dass ich gar keinen getroffen habe und so schön in die Mitte durchgeballert habe. Zack. Und jetzt sind wir wieder unten. Oh, jetzt steigen wir aus dem Jeep aus. Jetzt sollten wir alle Panzer ausschalten. Aber ich schaue mir erstmal schön den Eiffelturm an. Oh, wie herrlich. Ja, hallo, ganz ruhig. Ja, immer mit der Ruhe. Ich schnapp mir das doch schon. Alter, locker bleiben hier.
Ich will dir nichts Böses. Erstmal kurz erholen. So, jetzt machen wir die Panzer da fertig. Da hinten ist einer. Na komm, mach schon. Sehr schön. Oh, da kommt was. Ja, hat funktioniert. Das mal weiter. Schön Rakete verfolgen. Zack. Ist da noch was? Nee, sieht gut aus. Jetzt habe ich nur das Snipergewehr. Nein, das ist keine gute Kombination. So, weiter geht's. Ja, wo sind denn hier ein paar? Da kriegt doch einer, oder versteckt er sich? Das konnte ich gar nicht wirklich erkennen. Und im Bus hocken sie wieder. Immer dasselbe mit euch. Oh, wir können wieder Luftunterstützung anfordern. Ja. Ja, warum nicht? Kann ja nicht schaden eigentlich, oder? Obwohl, ich mach das gleich erstmal. Erstmal ein bisschen weiter nach vorne kämpfen. Sonst macht das irgendwie keinen Sinn. So, Feuer frei! Yippie-yay-yay! So, dann macht mal was. Kriegen wir auf den Sack. Schöner Eiffelturm, der brennt so nett. Na, wo ist noch einer? Da rennt er! Fällt da um wie ein nasser Sack. Ja, mir nach, alles klar. Hallo. Leute, ihr müsst auch nicht an den Gegnern vorbeilaufen hier. So ist das jetzt nicht geplant. Und was war das denn? Ein Jet. Geht's aber auch zur Sache. Eigentlich wie immer. Na, na, na. Da ist er. Mann. Alter, hör mal jetzt auf, mich zu ballern. Man muss sich echt schon ein bisschen konzentrieren hier. Aber das ist schon ganz nett. Und wir können wieder ein wenig Rauch werfen. Heidewitzka, der Kapitän. Auch 3 Minuten haben wir noch bis zur Luftunterstützung. Ja, das ist doch nett. Da freue ich mich persönlich immer sehr. Und da kommen noch mehr, natürlich. Wir teilen die Landezone, alles klar. Da ist schon einer draufgegangen von unseren Leuten. Oder habe ich ihn wieder erschossen? Man weiß es nicht. So. Schmeiß ein bisschen was rüber hier. Ein bisschen Nate-Spam betreiben. Noob-Tube. Alles, was wir haben, alles raus. Alles weg. So, aber hauen wir nochmal den Rauch wieder raus. Schön, schön lila. Da kommen Helikopter, was wollen die? Ey! Oh, da kommen ja welche raus! Hallo, hallo, hallo! Die hätte ich vielleicht mal kaputt machen sollen, scheiße. Na, das war's. Also ich finde, die 3 Minuten könnten jetzt auch langsam mal rum sein. So spannend ist das jetzt hier auch nicht, die ganze Zeit zu verteidigen. So viele sind da ja auch gar nicht mehr. Ha, natürlich. Oh, na klar, jetzt kommt da auch noch wieder was Nettes angefahren. Ich schub die einfach da mal ein bisschen ab. Irgendwie funktioniert das nicht so gut. Was ein Wunder. So, eine Granate. Dem Turm. Ich würde jetzt lachen, wenn er gleich zusammenkrachen würde. Das wäre echt brillant. Weil er sieht schon ziemlich so aus, als wäre der nicht mehr so ganz stabil. Oh, was geht denn jetzt ab? Ja, der ist sexy, der Turm. Und da bricht er tatsächlich zusammen. Das Wahrzeichen Frankreichs stürzt fast auf meinen Kopf. Traurig. Aber sah schon irgendwie ein bisschen geil aus. Oh, endlich unsere Evakuierung ist angekommen. Da ist Bubba drin, Hua Bubba. Geiler Name. Ich komme nicht rein. Hallo, hallo. Ich möchte einsteigen. Da bringen wir uns auf die andere Seite. Kann ich auch nicht. Kann ich irgendwo? Hallo, was ist denn hier? Ach, jetzt kann ich einsteigen. Ja, natürlich. Tut mir leid.
So, Sandman, steig an. Wir wollen jetzt weg hier. Ja, geil, Mission geschafft. Da ist der Eiffelturm. Zerstört. Aber sieht besser aus als vorher, finde ich. Ach, wie schön. Ja, und damit ist es dann tatsächlich vorbei. Dann würde ich sagen, beende ich den Part hier. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit Juri. Macht's gut, meine lieben Freunde. Hat uns ein Mann geredet? Sie reden immer. Wir haben Namen, Daten, Orte. Volk hat alles ausgepackt, sogar Free Gator. Der Verdacht hat sich wohl bestätigt, Captain. Makarov macht sich schon neue Freunde. In 6 Stunden trifft er sich mit seinen Beratern. Das Treffen findet im Hotel Lustig mitten im Zentrum statt. Ich habe bereits ein Team für diese Operation, doch ich bezweifle, dass sie rechtzeitig dort sind. Aber ihr seid nah. Sehr. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Makarovs Versammlung mitten in einem Kriegsgebiet? Klingt ja toll. Zu viel Selbstvertrauen macht sorglos. Wir infiltrieren über 2 getrennte Routen. Soap, du und Juri geht zur Kirche und übernehmt die Überwachung. Die Stadt ist abgeriegelt. Wir brauchen eine Hintertür. Überlass das mir.